Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das Gebet ist sicher, wenn man darum glaubt, da schließt man einfach alles ein, dass es einem gut geht, dass man gesund bleibt, dass es auf euch gut geht und die Gedanken. Ein bisschen Therapie ist das Rosenkranzgebet, ein bisschen innehalten, vielleicht ein bisschen danken über so einen anderen, wo man so einen Klick braucht. Und letztendlich ist die Stärkung der Gemeinschaft. Da ist jung und alt, ist da anwesend und sind alles christlich erzogene Leute. Es sind einfach alle da. Das ist das Wertvolle. Als kleiner Bub habe ich mir allem schon überlegt, wie tue ich, dass ich mal selber auf die Alm gehe. Dass sich das irgendwie mit den Arbeiten nebenbei alles ausgeht. Und jetzt seit 4 Jahren wieder habe ich das jetzt hingebracht. Und ich habe einen Hof pachtet von meinem Onkel. Und mit der Arbeit alles so geregelt, dass ich im Sommer selber auf die Alm gehe. Weil ich einfach neuisch gerne drinnen bin und die Herausforderungen gerne mag da drinnen. Und Gott sei Dank habe ich das so hingebracht wieder. Ja, ich gebe mich mit meinen Kühe einfach neuisch gerne an. Ob das im Winter daheim im Stall ist oder auf der Alm herum. Ich gehe neuisch gerne in die Natur aus, zu unseren Jungviecher schauen. Ihnen das Salz bringen. Sie kennen mich alle, sie laufen alle daher, wenn sie mich sehen und hören. Und der Viech ist für mich einfach viel intelligenter als der Mensch. Die Kuh weiß genau, in was für einen Stall das sehen muss, wenn sie kommt in der Früh. Die wissen, wenn es gefährlich wird, dass sie gescheiter nicht reingehen sollten. Ab und zu kann schon sein, dass einmal die eine oder andere abhaut. Schauen, dass wir sie alle finden. Das ist auch eine von den größeren Herausforderungen. Und dann schauen halt, dass die Milchqualität immer passt, dass die Kühe alle trächtig sind. Und wenn einmal ein schlechtes Wetter ist, dass man mit denen halt auch umgehen kann ein bisschen. Aber es kann sein, dass ein bis zweimal im Sommer Schnee hat. Mit den Herausforderungen muss man halt umgehen können. Wir merken es gut, wenn es in der Nacht regnet und warm ist, geben sie in der Früh mehr Milch. Wenn es trocken ist und heiß ist, geben sie ein bisschen weniger. Und wenn es kalt ist und regnet, dann geben sie noch weniger. Das kann man einem Vater am Tag schon sagen. Wenn er jetzt anders nehmen sagt, dann gehen sie sofort zurück mit der Milch. Das entscheiden die Kühe nicht. Wir sind am besten in der Nacht, wie viel sie grasen und wie es groß ist und alles. Das merkt man da ganz gut mit der Milch nach. Die Kuh bestimmt selber, wie viel Milch sie gibt. Und wir haben drinnen eigentlich eine sehr gute Gemeinschaft. Gott sei Dank. Wir sind alles bodenständige Bauern. Alle ziemlich auf der gleichen Wellenlänge. Und mit dem Käse kommen wir eigentlich gut aus. Wir müssen halt schauen, dass die Milchqualität und alles passt, dass er ein gutes Produkt hinbringt. Und wir schauen auch, dass die Käserei allem in Schwung ist, dass das hygienetechnisch immer passt. Da muss man sich mit dem Käse einfach allem zusammenreden. Da muss man einfach allem gut harmonieren und über alles reden. Nur wenn das alles hinhält, dann ist das ein reibungsloser Ablauf. Der Ludwig ist ein ganz ruhiger Mensch. Ich kenne ihn jetzt seit 20 Jahren ungefähr, kann ich mich zurückerinnern. Ein großer Michel, wie wir sagen. Ne? Sag an, wenn etwas nicht passt, oder lobt ja auch mal, wenn etwas passt. Und es ist eigentlich ganz ein kamotter Hegel und wir mögen eigentlich alle gern. Es muss einfach die ganze Almgemeinschaft zusammenhelfen, weil jeder interessiert ist, dass ein gutes Endprodukt rauskommt. Und es geht eben an den Stall innen, bei der Kuh, bei der Gesundheit der Kuh, bei der Sauberkeit der Melkarbeit geht das um, weil mindestens die Hälfte macht die gute Milch. Sicher das Können von Käse auch, aber wenn die Milch keine Qualität hat, dann kann ich da im Betrieb nicht mehr Wunder wirken. Und deswegen muss alles zusammenhelfen. Ich bin sicher irgendwo eine zentrale Figur, weil das ganze Ergebnis, was die Bauern hier erwirtschaften und melken und produzieren, das geht durch meine Hände. Und da liegt es drum, was produziere ich. Nicht? Ich und meine Familie führen den Betrieb seit 1999. Zur Übernahme ist deswegen gekommen, weil der Hans Wüstner die Alm auflassen hat und die Bauern keinen Ausweg mehr gefunden haben. Und nachher sind sie mich ohne
herangetreten. Und wir haben mich dann mit meiner Familie müssen auch ansprechen und haben uns entschlossen, die Kaserei zu führen. Wir haben daheim auf dem Bauernhof, wo ich daheim bin, haben wir auch noch ein bisschen Milch gefahren. Die Mama hat Butter und Käse gemacht und da haben wir auch gerne geholfen. Und dann ist die Entscheidung gekommen, welchen Beruf ergreift man, nur haben wir entschlossen, die Käselehre zu machen. Es ist nach wie vor eine nette Aufgabe, immer Milch zu einem Lebensmittel zu verarbeiten. Das fasziniert einen eigentlich nach wie vor und heute noch. Wir produzieren Wattendaler Almbutter, Sauerrahmbutter und den Almkäse. Wir könnten andere Sorten von Können her auch produzieren, aber im Sommer haben wir nicht derweil zum Verkaufen. Und ab Herbst hat der Albkäse die richtige Reifestufe. Da haben wir natürlich wieder derweil im Tal den Käse zu verkaufen. Wir produzieren hier ein Rohmilchprodukt, das fast heute nicht mehr gibt. Es gibt praktisch nur mehr Käsesorten, die aus pasteurisierter, praktisch aus erhitzter Milch produziert werden. Und wir können es eben da das leisten, weil einfach die Bakteriologie und die Bakterien passen, dass man Rohmilchkäse produzieren können. Bei einem guten Almkäse, den macht da rum einmal die gesunde Kuh aus, das gute Wasser und die Gräser, was die Kühe auf der Weide bekommen. Weil wir haben da oben sicher ein Mehr an Gräservielfalt von vielleicht 20 bis 25 mehr Gräser. Und es gibt eine bessere Milch. Einen guten Käse macht aus ein Käse, der was sich ins Produkt hineinfügen kann. Der was einfach mit einem Rohstoff mitfüllt, der was das gewisse Händchen hat, sage ich jetzt einmal, das Fingerspitzengefühl mit dem Produkt, dass man ein bisschen hineinfüllt in die Milch und dann den Käse begleitet bis zum Verkaufen, bis zum Verpacken eigentlich. Also der Käse braucht ja wahnsinnig viel Pflege. Wenn dann in der Käseproduktion verarbeitet ist, der Käse, dann ist er noch lange nicht fertig. Dann wird der Käse ja noch gereift. Dann geht es eben zum nächsten wichtigen Schritt, also die Begleitung der Reifung des Käses. Da muss ich genau kennen können als Käser, was braucht der Käse, wie ist der Keller, die Temperatur, die Feuchtigkeit vom Keller, das ganze Klima, wie entwickelt sich die Schrotschmiere auf dem Käse. Und erst dann, wenn das alles funktioniert, habe ich einen super Käse. Die größte Herausforderung ist sicher einerseits Gegebenheiten auf der Alm, die ganze Produktion. Das kann man ja nicht vergleichen mit Talbetrieben oder gewerblichen Betrieben. Das ist meistens nicht so ein hoher Standard von Technik vorhanden auf der Alm. Ein weiterer Punkt ist sicher, dass oft speziell witterungsbedingt, auch wenn jetzt lange Zeit heiße Phasen sind im Sommer, dass man schon gut haushalten muss mit dem Wasser zum Beispiel und auch der Strom. Es hat ja nicht jede Alm eine Leitung, eine Stromleitung oben. Und das, glaube ich, ist die größte Herausforderung. Und eben das Personal. Also es wird immer schwieriger, gut ausgebildetes Personal zu finden und ein Personal, das lange auf die Alm bleibt. Meine Familie war sehr stark eingebunden, weil wir haben vier Kinder und die Frau ist mit den vier Kindern, wie sie zurückgewachsen sind, den ganzen Sommer auch rum gewesen. Und die Buben, wie sie sind, die haben eigentlich alle das Käsen gelernt. Man hat sie mitarbeiten lassen. Sie haben eine sinnvolle Beschäftigung gehabt über den Sommer. Und es waren allem viele Kinder herum auf der Alm. Und das hat schon unter den Kindern eine gewisse Gemeinschaft ist da entstanden. So ist das einfach da ein Miteinander gewesen mit der Familie. Der Sohn Thomas hat schon nach der Pflichtschule hat er überlegt, was soll er lernen. Zimmerer oder den Käsereiberuf. Er hat zuerst Zimmerer gelernt und letztendlich noch circa 10 Jahre hat er sich natürlich entschieden, auch den Käsereiberuf zu erlernen. Und es ist schon fein für mich und für die Bauern auch, wenn eine jüngere, ausgebildete Kraft nachrückt. Wir haben gesagt, solange ich es der Bock von Eltern her und mag, kann er auf einen anderen Alm kassen, aber nachher muss er das da oder führt er das da weiter. Thomas ist für alle vier Kinder wahrscheinlich mir am nächsten. Er betreibt ein bisschen die Jagd. Er ist wirklich ein leidenschaftlicher Käser und tut 9 Monate zimmern. Er ist mir am ehesten nachgeraten.
Beim Käse fasziniert mich eigentlich der Umgang mit der Milch und das haltbar machen von der Milch. Durch das, dass ich die Milch, wenn ich sie 3 Tage stehen lasse, dann wird die sauer. Und wenn ich einen Käse mache, dann habe ich eigentlich ein Produkt, das ich eigentlich jahrelang eigentlich haltbar machen kann. Und das ist eigentlich eine große Faszination für mich und deswegen habe ich den Beruf erlernt. Die Kindheit auf der Alm, die hat mich geprägt. Und ich habe genau gewusst, dass ich das auch mal tun möchte. Und ich bin als Bub, bin ich mit dem Vater schon immer auf der Alm gewesen und habe das Käsen schon als Bub kennen. Und deswegen habe ich das auch tun. Mein Vater ist ein Vorbild für mich. Ich hoffe, ich kann das so wie er, den Beruf. Und ich bin eigentlich am besten Weg auf das. Er kann mit jedem umgehen. Er findet eigentlich passende Worte. Und er ist einfach ein richtiger Charaktermensch für mich. Der Unterschied auf der Alm im Gegensatz zum Tal ist, auf der Alm da bist du einfach eigentlich gelassener. Du hast einen geregelten Arbeitsablauf. Du hast auch ein bisschen die Gemütlichkeit mit den Leuten. Du nimmst dir die Zeit mit den Leuten zum Morgen. Und im Tal unten kommt mir viel. Du bist einfach an dem Arbeitstrott drin, hast auch immer ein bisschen Zeitdruck. Und nimmst du vielleicht auch zu viel Zeit für andere. Die Gemeinschaft ist auf der Alm sehr wichtig. Es sind auch nicht viele Leute auf der Alm und mit dem muss man zusammenkommen und mit dem muss man auch zusammenarbeiten. Und ohne Gemeinschaft geht das nicht. Es ist einfach so, wenn einer allein arbeitet, dann wird nie etwas Gescheites daraus werden. Man muss immer zusammenhelfen, damit man ein Ziel erreichen kann. Und eine Familie ist einfach immer stark gemeinsam. Und wir haben uns entschlossen, vor über 20 Jahren den Betrieb zu führen. Und das war eigentlich nur möglich, weil wir alle zusammenhelfen. Einzelkämpfer, das geht einfach nicht. Auf der Alm, da ist jeder auf den anderen angewiesen. Die Natur gibt uns vor, was wichtig ist. Und wenn man in Bedrängnis kommt und es schaut jeder nur auf sich allein, dann ist man auf der Alm verloren. Und das Schöne auf unserer Alm ist, dass man jung und alt miteinander an einen Strang ziehen kann, dass wir einfach miteinander eine feine Gemeinschaft haben und dass wir helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Wir müssen da ein bisschen schauen, dass wir im Einklang mit der Natur sind. Wir müssen uns da ein bisschen nach dem Wetter richten, nach den Naturereignissen, nach dem Schnee. Der Schnee im Winter und Frühjahr bestimmen, wenn wir auf die Alm können. Und im Herbst oft bestimmt der Schnee, wenn wir ausziehen müssen. Es kann sein, dass da im September ein Schnee macht, dass man nicht mehr da bleiben kann, dass man mit den Viechern zusammenpacken muss und haben muss. Weil es einfach zu viel macht schon. Da muss man einfach mit der Natur ein bisschen miteinander leben da drinnen. Und mit den Unwetter. Wenn du in der Natur, mit der Natur lebst, dann erlebst du auch, wie die Natur arbeitet. Dass man eigentlich klar ist vor der Schöpfung. Wenn so ein richtiges Hochwetter kommt, nachher weiß man, wie wenig Kraft ein Mensch allein hat und wie sehr man auf die Hilfe angewiesen ist. Man lebt mit der Natur und man muss auch die Grenzen erkennen und oft muss man auch das Leid mittragen und der Glaube hilft dann da einfach, das mittragen zu können und aushalten zu können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Auf die Almen ist früher der Rosenkranz eigentlich so der Ersatz von Sonntag, von der Sonntagsmesse gewesen. Die Menschen haben nicht Zeit gehabt, ins Tal zu gehen und da den Gottesdienst zu besuchen. Und so sind sie früher ganz normal zusammengekommen am Sonntag und haben den Rosenkranz miteinander bettet. Bei uns auf der Alm ist die Tradition wieder neu belebt worden oder weitergeführt worden. Thank you.
Ich bin eigentlich so mehr an meinem Lebtag ein Mensch gewesen, wo es jetzt nicht Riesenhöhen oder auch nicht Riesentiefen gesucht hat, muss ich sagen. Ein Erfolg hat sicher jeder gern und der liegt vielleicht bei einer Sellerproduktion, wenn man Lebensmittel produziert, darin, dass der Konsument mit dem Produkt zufrieden ist, dass er sagt, das ist gut, den Butter will ich wieder, den brauche ich das nächste Jahr auch wieder. Darin fühlt man sich irgendwo bestätigt und das ist vielleicht ein gewisses Erfolgserlebnis. Ich bin jetzt auch ein Alter, wo man nicht mehr große Veränderungen macht. Meine Zukunft liegt eigentlich an Thomas drin, dass der das weiterfährt und mir vielleicht ein bisschen mithelfen kann. Das ist, glaube ich, bin ich so zufrieden mit der Zukunft. Ne? Ich bin eigentlich im Herbst nach dem Almabtrieb, fange ich schon planen für den nächsten Sommer wieder. Wie man alles macht, was von den Viechern nehme ich mit, überlegen, wann fährt man einen Zaunstecken richten und all solche Sachen.